Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen heute zu einem neuen Real-Life-Video. Und ich habe heute viel vorbereitet natürlich, aber was mir natürlich erstens mal richtig aufgefallen ist, dass dieses eine YouTube-Video mit über Ausländer, wie ich über Ausländer denke, schon über 19 Likes hatte. Wow, ich finde das richtig klasse und ja. Wenn man das disliken tut, dann ist man eigentlich ein Neonazi und ja, das sollte man eigentlich nicht sein heutzutage. Ja, ich empfehle euch aber noch einen kleinen Film, den muss ich euch empfehlen. Mo Asumang, eine Afrikanerin, die Neonazis getroffen hat in Amerika. Diesen Film müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Wer diesen Film sieht, der wird nie wieder rechts denken. Und bei 1000 Abonnenten ist mindestens einer dabei, der rechtes Gut hat bestimmt. Und dir möchte ich einfach nur sagen, hör auf mit diesem rassistischen Scheiß und so weiter. Es bringt nichts, es ist dumm und es ist krank. Und du bist ausgegrenzt in der Gesellschaft, weil Nazis, die sind nicht so anerkannt. So, draußen wird es ein bisschen dunkel. Ja, ich habe mal was vorbereitet. Ich hoffe, es wird jetzt hier nicht zu dunkel. Das ist ein Vodafone-Vertrag, so nennt man das. Ein Vodafone-Vertrag, der mir ja sehr viel Geld gekostet hat, inzwischen so etwa 2000 Euro. Und ich muss euch mal was vorlesen. Ihr Vodafone-Konto weist trotz unserer Zahlungsaufforderung nach wie vor einen offenen Betrag von 147 Euro auf. Dazu muss ich aber sagen, dass Folgendes passiert ist. Ich habe eine Kündigung geschrieben und die haben wir geschrieben. Ja, wir geben Ihnen das Geld. Wir machen eine Schlussrechnung erst September. Jetzt ist Mai. So früh. Und das ist ja nicht mal die endgültige Rechnung von meiner Kündigung. Und jetzt kommt der Hammer. Falls Sie nicht zahlen, müssen Sie 147 Euro nochmal dazu zahlen. Also zu den 147 Euro nochmal 147 Euro Strafe bezahlen, wenn ich es nicht bezahle. Und einen Schufa-Eintrag habe ich auch noch. Asozial. Bleibt weg von Vodafone. Ein ganz, ganz böser Verein. Ganz, ganz, ganz kriminell. Ganz, ganz böse. Die nutzen den Kunden aus. Red lieber zu Telekom. Ich würde euch auf jeden Fall Telekom empfehlen, weil Telekom, denke ich mal, das Beste ist, was es gibt. Und weil ich einfach viele Freunde habe, die Telekom haben und die werden nicht abgezogen. Aber bei Vodafone wird man abgezogen. Und der hat mich auch schon abgezogen. Oh, super schnelles Internet, Highspeed und so weiter. Gar nichts habe ich bekommen. Gar nichts. Ne? Nur Ärger, nur Stress. Dennoch, dir möchte ich noch sagen, dein Geschenk kommt noch, schicke ich morgen ab, am Dienstag. Und dann werde ich das Ding losschicken. Ich habe das Paket bekommen. Das zeige ich euch jetzt mal, wo ich dem Dennosch mein Blue Yeti schenken werde. Los geht's. Da ist es. Näher gehe ich nicht ran, sonst seht ihr noch den Ding. Oh, Scheiße, meine Grasplantage. Wirklich?